Muss ich immer dabei sein? Schaue ich gerne? Schaue ich, wenn nichts anderes läuft, folge ich, aber schaue ich nicht? Ich will Loki wissen, was sie sagt. Kenne ich nicht, mag ich nicht. Boah, richtig hart. Okay. Dieser King Phil. Kenne ich nicht. Breiten von Berg. Royal Funk. Holly LP. Ey, Digga, Toni ist ja richtig im Game. Stylus. Aha, okay. Jetzt kann es weitergehen. Jetzt kann es anfangen. Ich muss dazu sagen, ich bin sau wenig in anderen Streaming-Bubbles teilweise unterwegs. Ich kenne viele Leute nicht. Stegi. Ich habe Stegi auch schon privat getroffen. Du bist C-Tier, to be honest. Bro, shut the fuck up. Du bist seit 59 Monaten Sub, Bro. Shut the fuck up. Der ist richtig korrekt und ich mag den richtig gerne. Aber ich schaue Stegi Moment, nicht. Ich glaube, weil ich Minecraft schaue, außer bei Basti vielleicht. Muss ich sagen, folge ich, aber schaue ich nicht. Obwohl ich Stegi sehr gerne mag. G-Tasty. Ich dachte, das wäre ein Burger bei Burger King. Ich kenne den leider nicht. Simon Unge. Folge ich, aber schaue ich nicht. A, oh, Toni, Simon Unge made you. What the fuck? C, D. Wieso machen, glaube ich. Ich würde sagen, Mickey ist ein guter Streamer und es gibt auch lustige Clips von dem so. Warum, aber ich habe den nicht auf dem Schirm einfach, weißt du? Starling. Deswegen packe ich Mickey so wie Stegi auf B, weil ich finde den gut. Ja, Mickey ist B-Tier. Ganz klar. So, aber gucke ich nicht. Amar, guck mal, das ist jetzt wieder das Ding. E-Tier. Mich. Von Charakter her S+. Aber vom Content her, der macht halt so viel Fortnite. Das juckt mich halt wirklich mies gar nicht. Deswegen kommt Amar. Deswegen ist, er macht ja nicht mal Fortnite. Er guckt Fortnite, Bro. Das ist ja der Twist noch an der ganzen Sache. Auf B, er vom guckt Content Fortnite. Her. G-Time. Ich habe von G-Time sehr wenig Content geschaut. Ich habe nur einmal bei G-Time reingeschaut, als der Craft Attack gemacht hat. Und da hat der gerade Kürbisse oder Melonen abgebaut. Ganz, ganz viel Kürbisse und Melonen abgebaut. Aber jeder, der Kürbis in den Chat geschrieben hat, wurde gebannt. Und ich wollte auch wissen, warum er Kürbisse abbaut, aber ich konnte es nicht machen, weil ich konnte nicht fragen, weil sonst wäre ich gebannt worden. Und mehr habe ich von G-Time leider nicht gesehen. Ich weiß nur, dass der während Craft Attack immer richtig krank reingrindet. Deswegen mache ich den auf C. Ich kann ja nichts damit anfangen. Noch nie geschaut, aber kenne ich. Mein Gott, sieht so scuffed aus, holy shit. Ich würde alle Leute, wo ich kein Gesicht vor Augen habe, zu kenne ich nicht packen. Kevin? Ja, auch jetzt nach der Edeltour muss man den eigentlich zu S packen. So, der macht schon. Was für eigentlich, Bro? Was ist das? So lange guten Stuff. Der ist ein Hustler, ein Grind, der macht guten Content. Pack ich zu S. Aus irgendeinem Grund haben Kevin und ich online immer noch so eine gewisse Distanz. Aber immer, wenn wir miteinander labern oder uns mal in echt sehen, kommen wir übelst gut klar. Yeah. Wir waren immer so, yo, lass mal mehr machen, lass mal mehr machen. Lass mal mehr privat chillen oder so. Ich habe voll viel mit Toni auch so über so private Stuff gelabert. Wir machen nie was on stream. So, und dann machen wir es irgendwie nie. Ja. Ich glaube, es wäre richtig geil, mal so IRL-Content zusammen. Ja, weil ich keinen Bock habe. Um zu machen. Ich glaube, es wird richtig fun machen. Nee, gar keinen Bock. Holy shit, da bin ich raus. Kronk ist halt eine Legende und ich habe die alten Kronk-Let's Plays damals richtig hart gefeiert. Also ich habe richtig gerne bei Kronk Mettwurst-Scheiße geschaut. Aber was? War richtig gut, aber ich was ist Mettwurst-Scheiße? Ich schaue seinen Content nicht, weißt du? Ich habe, glaube ich, seit wahrscheinlich 10 Jahren nicht mehr in einen Kronk-Stream geschaut. Aber der macht gute Sachen, so. Das ist ein guter Streamer. Deswegen packe ich den zu A. Basti ist, glaube ich, der Streamer, den ich am meisten privat schaue. Ja, deswegen kommt Basti für mich easy in S-Tier. Ja, ich finde Basti so unterhaltsam. Ich finde den so lustig. Ich schaue so gerne bei dem Basti ist gut. Ich finde richtig krass, wie Basti das schafft. Trotzdem, dass er keine Facecam hat. So krass einzucatchen und so weiter. Ja, Basti, übel cool. Basti kurz Unterbrechung, bevor es mit dem Video weitergeht. Danke an NordVPN für den Sponsor dieser Tierlist. Die wäre ohne NordVPN echt nicht möglich gewesen. Viele, die mich schon länger verfolgen, wissen, dass ich ein riesen Super Mario Fan bin. Deswegen freue ich mich sehr, euch sagen zu können, dass der neue Super Mario Brothers Film jetzt in den Kinos. Sichert euch auf jeden Fall eure Tickets über die Beschreibung. Und jetzt geht's weiter mit dem Video. Danke, Toni, dass du mich informiert hast. Aber meine Tante hat mir gestern schon eine WhatsApp geschickt dazu, dass der Film jetzt in den Kinos ist. Danke. Hugo. Hugo ist vor allem in letzter Zeit sehr krass und hustelt auch unnormal durch. So, ist ein richtiger Macher. Deswegen würde ich Hugo wahrscheinlich auch zu A packen. Ah, ich glaube, Hugo ist A. In S zu packen, bräuchte man noch ein bisschen mehr Formate rund um Hugo, die ein bisschen stimmiger sind und irgendwie so noch ein bisschen mehr ausmachen. Ja, finde ich meine? Auch. Weil find Hugo auch. Ist lustig, aber, Hugo aber ist Streamer, ich glaube, er weiß manchmal nicht, dass er gerade lustig ist. Er ist halt einfach lustig als Person. Gell? Ja, voll. Hugo existiert einfach in dem Stream. Hugo macht den Stream an und existiert einfach für 8 Stunden straight. Brother, von dem weiß ich nichts, außer dass wir seine Clips nicht für Stream Awards benutzen durften. Aber ich habe ihn auch noch nie... Yo, cool, Mann. Nie geschaut. Monte, cool. Boah, keine Ahnung. Monte macht richtig coole Event-Streams, also so IRL-wise-Shit, finde ich, macht Monte richtig geil. So, oder Monte macht Kisten auf. Sonst halt, sein Gaming-Content interessiert mich gar nicht. Also auch so Pack-Opening und CSGO und so juckt mich halt leider gar nicht. Ist halt ein OG-Streamer und hat eine krasse Entwicklung so. Mag ich nicht. D-Tier. Finde ich. Und er ist auf jeden Fall auch unterhaltsam. Ich glaube, ich würde ihn auf
B-Packen auch. Boah! Ist Monte ein B-Streamer? Kenn ich. Auf was hab ich Monte gepackt? Hab ich auch schon mitgestreamt. Ich habe aber tatsächlich noch nie einen Stream von ihm selber so krass reingeschaut, weil der halt viel GTA-Roleplay macht und GTA-Roleplay juckt mich halt gar nicht. Über Unge? Ja, Simon macht halt nur World of Warcraft. Ah, weil du kleine Eier hast. Ja, keine Ahnung, ich finde halt, bei Monte ist immer so ein Ding, ich finde, man will immer wissen, was bei Monte abgeht. Und immer, wenn wir was mit Monte machen, ist es übelst lustig, Digga. Digga, dieses Mario Kart-Ding und er schreit da irgendeine Scheiße, Digga, das ist übel funny. Da haut's mich immer komplett weg, you know? Das bringt halt immer so eine ganz andere Energy mit in den Raum. Aber ich würde Montes Stream jetzt auch nicht gucken. Ich finde seinen Chat hella lame, ich finde seine Case-Openings hella lame, aber ich finde ihn als Person funny. Und React habe ich halt bei ihm nicht mehr gesehen seit langem. Isa, ich finde Isa ist eine sehr gute Streamerin. Hat einen krassen Grind, sehr heftig in meiner Opinion. Und ich mag das auch, was sie für sich verschiedene Sachen und so überlegt. Ich würde Isa auf A. Dein Chat ist auch Shit? Nein. Mein Chat ist... Ja, natürlich seid ihr scheiße. Ihr seid auch scheiße. Aber ihr seid das am wenigsten scheiße in Deutschland. So würde ich sagen. Ihr seid das mit am wenigsten scheiße in Deutschland. Packen. Lola. Lola macht halt IRL und auch in meinem... Ich würde sagen, ihr seid fetzig. Opinion recht gut, aber ich schaue gar nicht bei ihr rein. Die Pietz mag... Warte. Isa Art finde ich gut, ja. Ja, check ich. Pack ich und die machen gute Sachen und die finde ich unterhaltsam, dann packe ich die auf A. Und ich schaue da auch echt öfter rein, um Sachen zu klauen. Sintika habe ich eine Zeit lang richtig viel geguckt, in der Zeit immer, wo ich mich fertig gemacht habe. Dann habe ich immer Sintika Musik nebenbei laufen lassen. Wenn die GTA Roleplay macht, juckt mich halt nicht, aber ihre Musikstreams mag ich eigentlich und ich finde es auch einfach geil. Stell dir vor, du bist eine DJ-Streamerin und du versuchst gerade mal endlich aus diesem Klischee, dass du nur DJ-Shit machst, rauszukommen und machst mal GTA Roleplay. Und dann Toni, Digga. Ja, also wenn die GTA Roleplay macht, juckt mich halt null. Durchzieht. Keine Ahnung, ich weiß nicht. Ich sehe das schon irgendwie mal alles so ein bisschen als ein competitive Feld, aber ich meine, am Ende des Tages sind wir auch alle Freunde, you know? Also so, ich mag Toni unfassbar. Toni ist eine unfassbar gute Streamerin und Toni ist auch, wie ich in meiner Tierlist gesagt habe, ein insaner Mehrwert für Twitch Deutschland. Bro, was für Momente nicht entstanden wären, wenn Toni nicht gewesen wäre. So, you know, das muss man auf jeden Fall sagen. 100%ig. 100%ig. Deswegen würde ich die entweder ich auf B packen, weil es ist jetzt nicht so, dass ich sagen würde, ich schaue bei Sintika rein. Auch wenn ihre Formate komplett gerippt sind von den Pietz. Da war die krasseste Unterhaltung der Welt. Sondern ich feiere halt die Musik und ich feiere ihre Energy, wenn sie Musik macht. Gnu ist eine absolute Legende. Ich liebe die Frau. Wirklich, Isa hat letztens getweetet, Gnu ist die große Schwester oder Mama, die sie nie hatte. Oder ich glaube, große Schwester, die sie nie hatte. Ich fühle das. Ich weiß nicht warum, aber Gnu ist überkrass korrekt. Aber ich schaue ihre Streams nicht, weil Gnu macht eigentlich so gut wie nur Gaming in ihren Streams. Gnu ist auf jeden Fall sehr Channel. Deswegen finde ich es jetzt schwierig, da den Content zu bewerten. Ich habe schon öfter mal reingeschaut, so, aber echt selten. Deswegen packe ich sie, glaube ich, auch auf B. Rohat als nächstes. Boah, guck mal, aber. Das Ding ist halt, Gnu ist halt auch eher eine YouTuberin. Ist Gnu eine Streamerin? Gnu ist keine Streamerin, oder? In meinem Kopf ist Gnu keine Streamerin. Rohat ist auch Kandidat, kenne ich, aber habe ich noch nie reingeschaut. Dann bin ich da. Geil. Wo ich mich selber einordne, in my opinion, ist immer dann, wie ich mich gerade fühle. Das ist immer bei mir so temporär. Nee, ich würde mich zu S oder A packen, so. Ich werde jetzt nicht abgehoben sein, so. Wenn es aber um Content geht, dann mache ich schon viel. Aber weil ich gerade krank bin und die ganze Zeit alles verkacke und nur so 2 Stunden stream, packe ich mich auf A. Und dann, wenn wir die Tierlist nochmal machen irgendwann, dann verdiene ich mir mein S. Ich finde es gut, wie sie so erklärt, so, ja, also... Ich mach das immer so, wie ich mich fühle und ich einfach hingegangen, Bruder, hab mich selber einfach direkt auf S Plus gepackt, so ohne irgendwas, so, hey Leute, also wenn ich ganz ehrlich bin, muss ich hier hin. Und nächster, gar nichts gesagt dazu. Marzat ist eine sehr gute Streamerin. Marzat ist super wholesome, so Marzat ist eine sehr gute Gamerin tatsächlich, also wirklich gute Gamerin. Macht halt nicht so Formate und so ein Shit und ich schaue bei Marzat nur bei Just Chatting rein, weil ich halt nicht so die Vailerin... Du bist halt ehrenlos. Nein, Digga, es ist einfach so. Ich bin einfach ein S-Plus-Streamer. Was soll ich sagen, Bro? Es ist halt so. Soll ich jetzt lügen, mich auf C packen, Bro? Das hat gar keinen Sinn. Humble. Nein, keine Ahnung. Ich weiß nicht. Ich fühle mich einfach wie ein S-Streamer. Also packe ich mich in S rein. Aber Marzat ist eine sehr gute Streamerin. Den packe ich auf A. Elotrix. Ich habe tatsächlich noch nie einen Cast-Stream geschaut. Ich kenne halt seine Clips und so. Und ich finde ihn auch... No joke, wenn ich mich irgendwo da drunter gepackt hätte, hätte ich einfach mich selber angelogen. So, das hat dann auch nichts mit Humble zu tun. Ich pack mich da einfach rein, wo ich mich hinfühle. Funny, auch wenn wir am Anfang uns erstmal anfreunden. Also bin ich sehr zufrieden mit meinem Content. Ich hatte sehr viele Streams, wo ich danach so dachte, scheiße, Mann, heute habe ich guten Content geliefert. Ich glaube, heute war es sehr entertaining. Also so, es gibt auch 1-2 Tage, gerade nach der Edeltour, wo ich ein bisschen exhausted mich gefühlt habe und mich ein bisschen K.O. auch fühle und so. Aber gerade vor der Edeltour und die Edeltour, da hatte ich sehr oft so, dachte ich so, Bro, wir haben heute big abgeliefert, you know? Gaming macht so und lustigerweise zocke ich ja selber saugern COD. So ein Shit, aber ich guck's nicht gerne irgendwie. Heute sehr gut gelacht und geklatscht. Bro, Wilbo, ich klatsch und lache nicht nur in meinen Streams.
Ist nicht, dass ich so hahaha oder den mache, Bro. Okay, das ist nicht alles, was mein Content ist. Shut the fuck up. Ist der Tweet von Carsten nicht noch. Was für 90%? Shut up! Ist nicht so. Wahrscheinlich schon. Carsten ist so und meine erste Interaktion so Lüge. Jemals. Dann hatte ich so einen Donation-Goal von, ich glaube, 1000 Euro im Monat. Keine Ahnung, war damals irgendwie üblich. Und da hat er sich richtig drüber aufgeregt. Hab gerade 3 Videos von einer YouTuberin angesehen, die ich neu entdeckt habe. Wollte ihr auf korrekt auf Twitch folgen, weil ihre Art nice ist. Und dann habe ich gesehen, wöchentliches Donation-Goal. 250 Euro. Und habe es dann gelassen mit dem Follow. Street Girl ist inzwischen bei uns zum Meme geworden. Die Zuschauer wissen grob, was ich verdiene und wissen, dass ich nicht auf die 250 Euro im Möglichkeit angewiesen bin. Verstehe aber, dass es komisch wirkt. Funny Story, aber ja, super random, oder? Und dann irgendwann hat Elotrix auf mich reagiert und hat gesehen, dass ich nicht so viel Subs hatte und hat mir eine 50er-Sub-Bombe, während ich im Urlaub war, hat er mir eine 50er-Sub-Bombe in meinen Off-Chat gedroppt. Das waren die Zeiten. Dann weiter mit Daluka. Bro, what the fuck? Ich musste gerade daran denken, als ich das erzählt habe, meine erste Begegnung mit Mickey, da habe ich Apex gespielt und er hat nur 100 Euro Donation dagelassen und meinte, ob wir mal zusammen zocken. Part. Daluka ist ein sehr, sehr krasser Streamer, der auch sehr, sehr, sehr abwechslungsreich ist, aber halt hauptsächlich Gaming und deswegen juckt es mich halt wiederum mal fast gar nicht. Chat, ich habe gerade gelacht und geklatscht, okay? Es ist nicht das, was ich trotzdem die ganze Zeit in meinem Stream mache. Shut the fuck up. Okay, shut the fuck up. Da ist Martin es wieder. Martin war tatsächlich einer der ersten Streamerinnen, die ich überhaupt auf Twitch abonniert habe noch oder nie gefolgt gehört. Habe. Und keine Ahnung, wer das ist. Nett. Ich glaube mal B. Reapers. Hat Reapers Facecam? Weiß ich, wie Reapers aussieht? Oh ja! Boah, hat Reapers Facecam. Ist so eine ungewollte Beleidigung, die ich einfach geil finde, Toni. Wirklich. Ja klar, ich kenne Reapers. Natürlich kenne ich Reapers. What the fuck? Ich glaube, ich habe den auch schon mehrfach getroffen. Ja, mach die rein. So schlecht mit Gesichtern und allem, ne? Die, also kenne ich, aber habe ich nicht geschaut. Nee, Tanzverbot? Ich habe auch noch nie einen Tanzverbot-Stream geschaut, though. Nova, mein Wurmli. Kenne ich nicht. Wurmlichkeit. Nova, S-Tier. Gute Unterhalterin, immer wenn ich rein. Okay, fair enough. Aber Nova streamt nicht on the regular. Ich weiß nicht, jetzt gerade schon, aber das ist das, was für mich auch ein S-Tier ist. So, ich liebe Nova über alles, wirklich. Nova ist wirklich 1A. Ich liebe sie. Aber so, S-Tier ist für mich auch. Gerade beim Augenarzt. Jeden Tag, früh bis abends. So Basti-Type-Shit, you know? Grinden. Das gehört für mich zu einem S-Tier-Streamer dazu. Das hat einen Gronkh, das hat einen Basti, das hab ich. Oh, ich lieb's. Ich find's gut. Ich mag's. Deswegen würde ich sie packe ich sie gerade zu S, einfach weil ich sie so sehr liebe. Und unabhängig von ihrem Content. Ich finde die. Man, als Freundin, ihr Vollidioten, Chat, shut up. Halt sau lustig, weißt du? So auch privat und so. Und ich mag Nova und ich schätze Nova als Person privat sehr, sehr krass. Nova hat mir Tipps gegeben und Sachen gesagt, die mich an den Punkt gebracht haben, wo ich nicht jetzt wäre ohne sie. Weil sie mir richtig krank die Augen. Yo, Lattensepp, war gerade beim Augenarzt, brauche eine Brille, na Topo. Und mach mir jetzt die Green Force Burgies. Boah, sehr, sehr geil, Digga. Sehr, sehr geil. Augen geöffnet hat bei ein paar Sachen. Aber ich glaube, wenn wir objektiv an Content rangehen, muss ich sie auf A packen. Weil da kann auch ein bisschen mehr. Da kann auch ein bisschen mehr Abwechslung, ja, weißt du? Auf jeden Spark Fall. Auf Phoenix. Ich glaube, ich packe Spark auf C, weil ich ihn vor 2, 3 Jahren sehr, sehr gerne geschaut habe. Jetzt aber gar nicht so mit seinem Content anfangen kann. Einfach weil ich halt keinen Minecraft außer bei Basti schaue. Obwohl, ja. Nee, ich packe ihn auf. Das Ding ist halt, Spark auf Phoenix zockt so lange Craft Attack, bis die nächste Craft Attack-Staffel anfängt. Das ist Spark auf Phoenix-Stream. In a nutshell. I don't know. B, weil der super oft so neue Projekte macht mit so Gruppenprojekten. Okay, anscheinend macht er sehr viele verschiedene Sachen. Sorry dann, sorry Spark. Sehe ich tatsächlich gar nicht so krass als Streamer, sondern eigentlich ein Ticken mehr als YouTuber. Finde aber tatsächlich, dass Rezo ein guter Streamer ist. Also Rezo streamt halt sehr krass ausschließlich für seine Channels, aber ist halt auch einfach sein Grind. Finde aber mal, Rezo kann man immer gut reinschauen. Weil du weißt, dass wenn du bei Rezo reinschaust, der gerade nicht schläft und am Handy chillt, sondern dass der halt Sachen macht. Macht so. Und deswegen, und weil er sich auch immer viel Neues überlegt, packe ich Rezo. Ich glaube, wir müssen noch mal kurz move in Chat. Es tut mir leid, ich rank das jetzt danach, Rezo ist kein Arztstreamer. Wie oft ich bei Leuten reinschaue. Und das funktioniert so. Knossi. Knossi ist ein kranker Entertainer. Ja, ich muss aber sagen, ich schaue nicht mehr oft bei Knossi rein. Ich glaube, weil der mir manchmal nicht, so random nie, Sachen macht irgendwie. Und manchmal ist es mir, glaube ich, ein bisschen zu chaotisch voll, bei so Event-Streaming. Aber er ist auch einfach nicht mehr oft live, ne? Knossi. B. No way for you? Ah, Knossi ist schon A, auch, finde ich. Ich finde, Knossi ist A. Habe ich letztens kennengelernt. No way. Norway. Habe ich letztens kennengelernt, finde ich ultra sympathisch. Schaue ich aber halt gar nicht, weil der macht halt League of Legends. Deswegen packe ich bei noch nie geschaut, aber ich kenne nicht, würde ich sagen, packe ich ihn rein. Aber ich,
Das sage ich jedes Mal, wenn wir über ihn labern. Ich höre nur Gutes über den Mann, Bro. Das muss der Über-G sein. Wirklich, noch nie hat jemand gesagt, das ist übelst der Penner. Wirklich, alle sagen immer, der ist übelst nett und sympathisch. Er muss cool sein, I don't know. Und er ist immer online, legit, immer online. Immer wenn ich gucke immer vor dem Stream, was geht ab auf Twitch. Immer online, Bro. Der Mann ist immer online. Ich gucke nach dem Stream, wer ist online, er ist immer online. Der Mann ist immer online, Bro. Er ist nie offline. Eli, ja, so eine Qualle. Ich schaue halt auch super selten bei Eli rein. Ich schaue bei Eli nur rein, wenn der Just Chatting macht. Das ist aber ein ganz großer Macher, weil der macht sehr viel coole Events und so ein Shit. Deswegen, und ich finde den auch sehr nett. Ich glaube, ich packe den aber auf A. Ja. Castcrafter, kenne ich, mag. Ich würde Eli allein schon auf B-Tier packen, weil er immer im Discord auf Dauer senden ist, Junge. Das tiltet mich bis ins Unendliche, Bro. Junge, du kannst nicht der größte Streamer sein und Discord auf Dauer senden haben, Bro. Das gibt's nur in Deutschland. Oder? Ich habe nicht das Gefühl, dass irgendein XQC seinen Discord auf Dauer senden hat. Das ist nicht so. Mag ich, finde ich cool. Ich habe nicht in seinen Stream geschaut. Sascha, oh. Sascha ist auch ein Macher. Sascha hat viele auch Formate und so ein Shit gemacht. Aber Sascha, der streamt so wenig, dass ich da nicht reinschaue. Dann B. Ja, Sascha streamt halt. Sascha switcht halt zwischen Valorant und Formel 1. So, das ist so. I don't know. Das ist so. You know? Ja. Vlesk. Okay, Vlesk finde ich cool. Macht richtig abwechslungsreichen Content. Außer als er drei Jahre lang am Stück Among Us gemacht hat. Aber so macht er jetzt viel Quizshows und so ein Shit. Und der ist auch sympathisch. Ja, Vlesk auf jeden Fall auch Glow Up. Max macht halt auch sau viel Events und so ein Shit. Ich schaue bei Max aber irgendwie nicht ran. Oh, ich weiß, was mich bei Saschas Stream stört. Ich habe das Gefühl, dass es manchmal so mehr so ist, als würde man jemandem zugucken, der mit seinen Homies im Teamspeak ist oder im Discord ist und einfach nur so privat zockt. Das ist was ich persönlich immer nicht so geil finde. Was ich auch versuche, bei mir im Stream zu vermeiden. Nein, ich weiß nicht, weil der manchmal so random ass Sachen macht, die mich gar nicht ansprechen, irgendwie so. Hat aber auch einen Charme. Ja, und ich weiß, dass super viele Leute genau so feiern. Also ich weiß, das erinnert mich an die Old Frogs hier im Chat. Safe, der ein oder andere Biber früher geguckt, gerade an die CS-Atzen. Da war das immer so. Die waren immer so mit so 5 Leuten im Discord. Immer, Bro, oder im Teamspeak. Haben immer alle zusammen gelabert. Und da war das immer dieser Vibe, dass so. Es hat sich so angefühlt, als würde man einfach den 5 Leuten zugucken beim normalen Zocken. Pack Max auf B, weil er mir einfach 3 Monate nicht geantwortet hat. Das ist jetzt einfach ein Punkt, Check. Der mit in seinen Content reinspielt. Phoebe, Digga. Real Talk werden vielleicht manche jetzt nicht zustimmen, aber Phoebe ist für mich tatsächlich S-Tier. Ich finde, ein Streamer macht ganz krass aus, wie viel Energy da ausstrahlt und wie viel so positive Energie Energy hat sie auf jeden Fall. Und ja. Ich finde, Phoebe gibt mir, wenn ich bei ihr reinschaue, einfach gute Energie. Ja. Kickt immer. Ja, Phoebe hat auf jeden Fall viel Power. In meiner Opinion nicht S, aber ist auf jeden Fall auch A. Phoebe hat auch, das ist auch so wie Hugo, einfach, die sind einfach so, das sind so irgendwie auch so, die sind irgendwie da, die haben Energy und Shit. Meine große Schwester, den Instinkt einfach rein. Phoebe ist einfach genauso alt wie meine kleine Schwester. Willi, kenne ich, aber noch nicht in Stream geschaut. Sydney, kenne ich, finde ich cool, nett. Aber schau nicht in seine Streams rein. Revineside. Also ich sehe Revi auch ganz krass als YouTuber und nicht wirklich als Streamer, weil der auch übelste selten streamt so. Und ich habe bei Revi immer das Gefühl, der hasst es manchmal. Das Gefühl, Revi geht immer sauer offline. Aber ich finde, Revi von der Unterhaltung her sehr guter Charakter. Und das empfinden Leute auf Twitch manchmal als unangenehm, wenn es zu viel ist. Ich mag es persönlich sehr, sehr gerne. Deswegen würde ich Revi auf C packen. Einfach. Bro, ich glaube, wenn Revi ein, zwei Sachen so ein bisschen anders machen würde, dann könnte Revi easy ein A oder vielleicht sogar ein S-Streamer sein. Weil Revi selten so Sachen selber auf Twitch auch macht. Weißt du, dieses Kartenleger-Ding, ja, da muss ich auch gerade dran denken. Shit, weil es halt nicht so krass sein Main-Ding ist. Adam noch. Adam ist eine Legende. Ich finde Adam auch sehr lustig, aber ich schaue unendlich selten bei Adam rein. A. Ich glaube, das ist... Na, A ist wild. A ist wild. B. Und Ronny Berger bitte auf A. Warum ist Ronny Berger und fucking Knossi auf B, Bro? Und Gronkh, Alter, what the fuck? Meine Liste, lass mich nochmal schauen. Aber ich würde es vielleicht sogar so machen. Ich glaube, das ist repräsentativ. Okay, ja, Bruder, dann, no joke, jetzt wo Isa auch auf S ist, Digga, der S-Tier-Rank bei Toni ist nichts wert. Holy shit, Bro, was ist das denn? Der ist nichts wert. Repräsentativ, gut dafür, wie viel ich bei Leuten reinschaue. Ja, ich hoffe, ich werde jetzt gecancelt und viele Leute hassen mich.